Sie waren dabei, sich am Feuer eine Gruselgeschichte zu erzählen. Genau wie ich gerade. Als... Sie wollten gerade ihre Würstchen braten. Es war ein perfekter Sommerabend. So schien es jedenfalls. Denn um die Camper herum lag ein beißender Geruch in der Luft. Hatten Sie Blähungen von den Würstchen? Nein, Sie ahnten nicht, dass ein schreckliches, abscheuliches, total cooles Monster mit riesigen Reißzähnen und ledriger Haut etwas Unaussprechliches getan hatte. Der Halloweenie hatte das Innere der Würstchen ausgesaugt. Alle Würstchen waren hohl. Mein Würstchen. Manchmal, wenn es ganz still ist, kann man angeblich das furchterregende Knurren des Ungeheuers noch hören.